gewesen. Ja, sah ganz so aus. Aber dann war die Prohibition rum. Und die Schwarzbrennerei war mit einem Schlag überflüssig. Das Gekämpfe um den Fusel war ein für alle Mal vorbei. Hat ein paar Jahre gedauert. Aber als wir uns dann erholt hatten, Junge, ging's uns gut. Das Geld aus dem Moonshine und aus dem kanadischen Whisky haben wir in neue Deals gesteckt. Ein paar sogar legal. Baugewerbe, Restaurants, Transport, Glücksspiel, wir hatten überall die Hände drin. Außer beim Rauschgift. Und 35 waren wir wieder oben auf. Es kam regelmäßig gutes Geld rein. Ich hatte eine Frau und eine Tochter. Sam schmiss einen Laden für den Don. Und sogar Paulie hatte ein paar eigene Dinge am Laufen. War nicht wirklich glücklich, aber... Wie sagt man... Zufrieden. Ja. Genau. Und Salieri, der wollte dann endlich aus Morellos Schatten treten. Vielleicht eigene Cops schmieren und eigene Politiker. Interessant. Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren fetten Folge von Mafia Definitive Edition. Tja, vor ein paar Jahren hat die Sitte einen Richter wegen Missbrauchs eines Minderjährigen erwischt. Im Knast hat der Kerl eine Menge Zeug gestanden und wollte dafür natürlich eine Strafmilderung. Er hat zugegeben, von Morello und Salieri Schmiergeld genommen zu haben. Wollte sie gegeneinander ausspielen, aber als Morello davon Wind bekam, drohte er, seine Kinder am Strand zu verbuddeln. Lebendig natürlich. Scheiße. Jetzt wird mir alles klar. Erzählen Sie. Morello hat uns immer ans Bein gepisst, aber er hat nie einen offenen Krieg riskiert. Als er erfuhr, dass Salieri an seinen Richter ran wollte, muss er ausgetickt sein, denn 35 ging's dann so richtig zur Sache. So, liebe Leute, vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Das freut mich sehr und danke für den Support der letzten Folge. Ich musste den Quickstart hier tätigen, weil sonst hätten wir dieses Gespräch einfach komplett verpasst. Ich hatte gedacht, dass wir so wie jetzt einfach Ladezeiten des Todes hatten und dann einfach frei mit reingehen. Aber dem ist nicht so und deswegen sind wir dann hier, wo wir sind. In dem Ladebildschirm. Bon Appetit. Auf sein Gesicht, klebt es ihm voll aufs Gesicht. Tommy. Oh, hey Boss, alles klar? Gut, dass du da bist. Hier, Boss. Ich will zu Pepe zum Mittagessen, aber Carlo ist krank. Fährst du mich? Klar, Boss. Bravo. Bin schon am Verhungern. Schauen wir mal. Hast du eine Waffe? Ja. Brauche ich sie denn? Ach, du weißt doch. Morello hat lang nichts von sich hören lassen. Ich bin einfach nur vorsichtig. Ja, na dann. Oh, einen geilen Wagen haben wir. Einsteigen, danke. OMG, ist der Wagen geil. Wie läuft das Geschäft, Tom? Sie wissen, wie es läuft. Gut. Sicher, ich kenne das Geschäft. Ich sehe mir jeden Tag die Bücher an. Aber seit diesem Vorfall weiß ich, dass ein Capo mit seinen Soldaten reden muss, ohne dass jemand dazwischen funkt. Okay. Wir haben jetzt mit besseren Leuten zu tun. Und mir gefällt das mit den großen Tieren, die auf der Schmierliste stehen. Alles ist besser als die Gauner, die ihren Fusel vor Aufhebung der Prohibition verhökern wollen. Genau. Ah, das ist nur der Anfang, Tom. Ich habe Pläne. Viele gute Leute, die mitmischen wollen. Gut zu hören. Können wir hier fahren oder warum stehen wir hier? Die läuft einfach vom Wagen. Bestimmt schön von... Da sind Bullen, Tom. Ja. Lol. Schnappt ihn euch, Jungs. Als ob der Wagen schneller ist. Ach, herrje.
Wo ist denn ein Wagen, wenn man einen braucht? Wo ist denn mal der Gegenverkehr, wenn man ihn braucht? Machen wir aus dem Wagen. Sofort stehen bleiben. Versuch zu fliehen. Mach keinen Unfug. Ich will mir nicht auf der Straße. Was will er mit dem Ding in seiner Hand machen? Der Richter wird sich auf dich freuen. Wurde verhaftet. Boah, Appetit. Ja. War mein Fehler. Falsch gefahren. Also nicht gut gefahren. Entschuldigen Sie dafür. Na komm, als ob das jetzt so lange dauert. Fahren wir mal ein bisschen vorsichtiger, dann passt das schon. Wie läuft das Geschäft, Tom? Sie wissen, wie es läuft. Gut. Sicher, ich kenne das Geschäft. Ich sehe mir jeden Tag die Bücher an. Aber seit diesem Vorfall weiß ich, dass ein Capo mit seinen Soldaten reden muss, ohne dass jemand dazwischenfunkt. Wir haben jetzt mit besseren Leuten zu tun. Das stimmt. Und mir gefällt das mit den großen Tieren, die auf der Schmierliste stehen. Alles ist besser als die Gauner, die ihren Fusel vor Aufhebung der Prohibition verhökern wollen. Ah, das ist nur der Anfang, Tom. Ich habe Pläne. Viele gute Leute, die mitmischen wollen. Gut zu hören. Das stimmt. Hier war eben schon unser Unfall einfach. Vergesst immer die Musik auszumachen, ne? Ich hab nichts Illegales gemacht, ich fahr nur auf den Schienen. Ist bestimmt schön, von Pauli und seinen verrückten Ideen mal weg zu sein. Die Unterhaltung ist besser, Boss. Stimmt. Natürlich. Aber ich, Sam und Pauli, wir sind ganz eng. Wir haben schon viel zusammen durchgemacht. Ah, kann ich mir vorstellen. Das stimmt. Ich wollte gerade sagen, seit wann kann der Bahn abbiegen, aber... Dem war denn doch nicht so, dass das wirklich passierte. Lass mal wenigstens Wagen, weißt du, denn wenn du nach oben fährst, ein bisschen noch zieht, ein bisschen Gas gibt. Hupen kann ich auch. Ja, ja. Den Rest fahren wir mal ordnungsgemäß, damit wir jetzt nicht irgendwie wieder abkacken. Er bleibt einfach stehen, er ist der Beste. Ich freue mich schon die ganze Woche. Du musst unbedingt die Cassata probieren, Tommy. Ach. Oben der Wein, hey! Mehr Wein, Beeilung, still! Sie werden den Wein lieben, ist dann. Don Salieri! Willkommen, mein Freund, willkommen! Schön, dich zu sehen, Pepe. Hey, los! Unser Gast ist da! Was gibt's denn heute Feines? Meine Mutter, sie wäre geehrt, wenn Sie Ihre Caponlada probieren. Ausgezeichnet, bravo, bravo. Molto bene. Oh, hier ist Ihr Platz, ja? Setzen Sie sich bitte. Und zum Essen einen Chianti. Extra für Sie reserviert. Oh, bene, bene, bene. Okay. Zum Wohl.
Salute. Ich freue mich, dass du trocken bist. Sarah hatte gedroht, mich zu verlassen. Ich weiß. Sie hat's erzählt? Nein. Ich habe es ihr geraten. Trinker werden nachlässig. Du sollst nichts machen, was wir nicht verzeihen können. Ah, für Sie? Ah, Pepe, das Essen ist köstlich wie immer. Oh, molto grazie, Don Salieri. Ein Lob von einem Gourmet wie Ihnen ist eine große Freude. Wenn du wüsstest, was ich gestern gegessen habe. Alter. Verdammt, schade um den Wein. Hey, Salieri! Komm raus, dann machen wir es schnell! Boah, okay, bald auf die Schnauze. Wir können gerne mal kommen. Scheiße, Deckung! Okay. Gehen lieber hinten raus. Können Sie laufen? Nicht schnell genug. Sie werden diesen Schweinen auflauern. Machen wir das. Du schleichst dich raus und überraschst sie von vorn. Wirklich, Boss? Mach sie fertig, Tommy. Von denen geht keiner mehr heim. Okay, Boss. Passen Sie auf. Tom, mach einfach schnell, ja? Mach es, aber wie? Wir haben uns gegenseitig umgebracht. Man kennt's. Ich habe aber auch nicht gedacht, dass sie schon in der Küche sind, ne? Weil, dass sie schon in der Küche sind, das war echt crazy. Du schleichst dich mal raus, dann geht es. Nein, doch nicht. Fuck, Alter. Da haben wir ja wieder was vor uns. Okay, bin gespannt, was uns dann noch erwartet, wenn wir da um die Ecke gehen. Wo ist meine Tommy Gun? Wo denn? Ich sehe keinen. Fuck, Alter. Der hat uns aber gut zugesetzt jetzt.
Ja, ja, darauf habe ich ja auch lange gewartet. Gott. Du hast echt Eier. Hast mir echt den Arsch gerettet, Tom. Wir müssen weg, Boss. Die Cops sind gleich da. Wir brauchen einen Moment, um etwas Luft zu holen. Ich fahre sie zurück zur Bar. Nein, nicht zur Bar. Wir gehen zu Carlo. Der Hurensohn wusste, wo ich hin wollte. Und hat auf krank gemacht. Er hat sie verraten. Ja. Uns, Tom. Du hättest auch darauf gehen können. Ja, ich weiß, Boss. Carlo wohnt mit seiner Kleinen in Holbrook. Bin gespannt, was ihm zu der Sache einfällt. Gib Gas, Tom. Jede Minute, die Carlo länger am Leben ist, macht mich wütender. Klar, Boss. Unfassbar, diese Bastarde wagen es, mein Auto zu schrotten. Haben die uns jetzt ins Griff, die Polizei? Sein Alter und Morello waren enge Freunde, als wir anfingen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ne? Ob bei seiner Beerdigung geheult, bei seinem Sohn werde ich lachen. Seine Mutter ist Witwe, Tom, und jetzt sorgt er dafür, dass sie ganz alleine ist. Wozu? Für Kohle, um Stoff zu kaufen und für meinen Fußabdruck im Gesicht. Ja. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, dass es passiert ist. Ein Maulwurf weniger. Und endlich kommen wir an Morello ran. Heute ist es soweit. Fühlt sich so an. Man nimmt einen Karl auf, gibt ihm einen Platz in der Familie und zollt ihm Respekt. Und dann zahlt er es einem so heim? Wenn er es war, wo hat er uns noch verpfiffen? Die Farm, das Wettbüro, der Hinterhalt in der Parkgarage, das könnte alles er gewesen sein. Das stimmt. Mein Gott, jemand hat uns jahrelang bei Morello verpfiffen. Und wir kommen erst drauf, als der Typ versucht, mich kalt zu machen? Hast du hier gesehen, wie ich jemanden verprügelt habe, Tom? Passiert nicht oft, aber das wird was Besonderes. Okay, Schäfe. Dann war mal gespannt. Okay, ich glaube, Carlo ist gerade ein bisschen beschäftigt. Verschwinde, lieber Kleiner. Ich mach dich fertig, Carlo. Alles okay, Boss? Ja, hol kurz Luft. Bin etwas außer Atem. Yeah. Junge, verdammt ist der schnell. Knapp in dir! Darf ich Carlo noch töten? Ja, du kriegst Hilfe. Sie bringen mich um! Wir sind nicht fertig mit dir! Tommy, bitte! Ich kann's erklären! Ja, ja, bleib mal stehen. Erklär mal. Denk drüber nach, Tom! Bitte! Lass mich mit dem Boss reden! Ich kann's erklären! Tommy, hör mir zu! Morello, er wollte meine Mutter töten! Ich musste es tun! Ich wurde gezwungen, Tommy! Bitte! Lebt er noch? Bin nicht sicher. Das war's mit dir, Carlo. Oh ja. Hey, ist
Sergio, wie geht's? Alles klar? Sicher. Wer ist das? Warte. Ist das Gordy? Ja, hey Gordy, was läuft, Mann? Hab dich kaum erkannt. Was hat er gemacht? Du sagtest, es gibt Probleme unten bei den Dogs, hm? Ja, aber das kriege ich schon hin. Tja, hab mich umgehört. Der Kerl hat einen Streik geplant. Streiks sind schlecht fürs Geschäft. Es sei denn, wir haben Interesse daran. Richtig. Ich will, dass die Gewerkschaft eine neue Führung kriegt. Meinst du nicht auch? Klar. Gut. Gut. Was ist mit der anderen Sache? Darum bin ich hier. Salieri lebt noch. Oh oh. Gott verdammt! Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Unsere Männer sind tot. Das Restaurant ist hinüber. Hör auf zu jammern! Wir besprechen hier was. Was ist mit Carlo? Haben ihn gefunden. Der Kopf war matsch wie eine überreife Wassermelone. Hab sowas noch nie gesehen. Salieri hat rausgekriegt, dass Carlo unser Mann war. Verdammt, ich kann so nicht denken! Es wird Krieg geben. Ich hab gesagt, du sollst das Maul halten! Wir sind im Krieg, seit wir Pepone töteten. Aber jetzt wird es hässlich. Was soll ich machen? Dreh deine Runden. Seid wachsam und haltet die Knarren bereit. Okay. Ich werd's durchgeben. Hey! Pass auf dich auf, Bruder. Du auch, Don Morello. Ah ja. Okay, liebe Leute. Das war's auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Support ist kein Mord. Ihr wisst ja, wie es läuft. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.